Hallo und willkommen im Trainingszentrum. In diesem Trainingsmodul werden Sie lernen, wie man diese Class 385 in Scott-Ray-Lackierung fährt. Steigen Sie nun in den Führerstand, um zu beginnen. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Groß. Stecken Sie den Hauptschlüssel ein und bringen Sie ihn in die Stellung ein. Schalten Sie den TMS-Bildschirm ein. Der TMS-Bildschirm hat verschiedene Bildschirmanzeigen. Der Hauptbildschirm zeigt die grundlegenden Informationen über den Zug an. Der Türauswahlbildschirm gibt Ihnen die Kontrolle über den Status der Türen in jedem Wagen. Fühlen Sie sich frei, den Bildschirm und seine Möglichkeiten zu erkunden. DDS steht für Driver Direction Switch. Auf Deutsch Fahrtrichtungsschalter. Bringen Sie den DDS in die Stellung vorwärts. V. Es gibt mehrere Arten, die Türen zu öffnen. Der einfachste Weg ist, diesen Knopf zu drücken. Schließen Sie die Türen, wenn Sie bereit sind. CPBC steht für Combined Power Brake Controller. Auf Deutsch Kombihebel, Leistung, Bremse. Er besitzt einen Bereich sowohl für die Bremsen als auch für die Leistung. Das Traktionssystem unterstützt das konventionelle reibungsgestützte Bremssystem, indem es elektrische Bremskapazitäten hinzuschaltet. Lassen Sie uns losfahren. Stellen Sie den CPBC-Hebel in die Stellung L1. We'll soon arrive at. Nutzen Sie den CPBC-Hebel, um die angezeigte Geschwindigkeit zu erreichen. Thank you.
trail service to please mind the gap between the train and the platform as you leave the train. Bereiten wir den Zug darauf vor, langsamer zu werden. Nutzen Sie den Bremsbereich des CPBC-Hebels, um an der angezeigten Stelle anzuhalten. Keine Angst, wenn Sie den Bahnhof verpassen, können Sie auf dieser Schleife fahren, so oft Sie möchten.